Seit 1970 bin ich mit meiner Frau in der Schöpfung unterwegs. Sie schrieb damals an ihrer Zulassungsarbeit für das Biologiestudium und wir sind durch die Wälder gestreift. Sie bestimmte die Fahne, ich malte Pilze und sie hat mir eigentlich den Blick für die Natur geöffnet. 1986 hatten wir dann ein Schlüsselerlebnis in Arosa in der Schweiz. Wir waren dort auf einem Familienurlaub, laufen entlang dort am Stausee und plötzlich sehen wir hunderte frisch aufgeblühter Frauenschuh-Orchideen. Ein unvergessliches Erlebnis. Und das war für uns der Start in ein 20-jähriges Orchideeninteresse. Und wir haben den Urlaub, den Familienurlaub damals immer nach den Blütezeiten der Orchideen eingerichtet. Später kam dann die Vogelwelt dazu. Und wenn ich mich richtig zurückerinnere, wir waren in über 30 Ländern unterwegs. Und wir haben fantastische Landschaften gesehen, uralte Bäume, seltene Tiere und Pflanzen. Und eines Tages dachte ich mir, das darfst du nicht für dich alleine behalten. Und dann folgten Vorträge und Seminare. Dann habe ich ein Buch geschrieben über die Schöpfung. Und der Film hat eigentlich nur diesen einen Sinn und Zweck. Ich möchte gerne die Augen öffnen für die Genialität und für die Schönheit der Schöpfung. Was brauchen wir eigentlich zum Leben? Antoine de Saint-Exupéry hat gesagt, wir können doch nicht nur von Eisschränken, Bilanzen und Kreuzworträtseln leben. Aber wovon dann? Wir betrachten 7 Grundbedingungen unseres Lebens und wir steigen ein mit der Zeit. Was für ein Geschenk ist doch die Zeit. Wir können uns entwickeln, wir können uns entfalten. Wir müssen nicht ein und dieselbe Person bleiben. Welche Entfaltungsmöglichkeiten liegen doch in uns Menschen drin? Und die Zeit schafft Gelegenheit, die zur Entwicklung zu bringen. 2 Bilder eines Enkelkindes im Säuglingsalter und als 4-Jähriger zeigen das Phänomen der Zeit. Zweitens der Raum. Wir sind Räumliche, wir sind 3-dimensionale Wesen. Wir können uns bewegen. Wir können die Schönheiten dieser Welt erforschen. Wir haben einen 3-dimensionalen Leib. Jesus ist leibhaftig auferstanden in eine 4-dimensionale Welt hinein. Die 3. Grundbedingung unseres Lebens ist unsere Erde. Unser Planet ist einzigartig. Wir könnten auf keinem anderen Planeten, nicht mal auf unserem Mond, leben. Der Mond mit seinen 150 Grad minus in der Nacht und 120 Grad Hitze am Tage. Diese Erde ist unsere Heimat. Die 4. Grundbedingung ist die Dunkelheit, so merkwürdig es klingt. Wir brauchen die Dunkelheit. Unsere Organe, viele unserer Organe arbeiten in der Nacht. Melatonin, dieses bekannte Hormon, wird nur in der Nacht produziert. Wir brauchen es zum Einschlafen. Viele Tiere sind nachtaktiv, brauchen die Dunkelheit. 85% der Insekten arbeiten und leben vorzugsweise in der Nacht.
Und fünftens brauchen wir Wasser. Wasser, das Lebenselixier schlechthin. Wir Menschen bestehen zu 60-80%, je nach dem Alter, aus Wasser. Ältere Menschen trinken meistens zu wenig. Eine Ärztin hat mir, kleine Notiz am Rande, schon vor 3 Jahrzehnten empfohlen, trinken Sie täglich morgens nach dem Aufstehen 1,5 Liter Kräutertee. Das mache ich und empfehle ich gern. Wasser gibt es in 3 Aggregatzuständen, als Wasserdampf, als Flüssigkeit und auch als Schnee- und Eiskristall. Und ich staune, wenn ich lese, dass jedes Eiskristall verschieden ist. Ein Wunder. Und wir brauchen natürlich das Leben. Was Leben ist, kann uns niemand wirklich erklären. Aber wir wissen aus den ersten Seiten der Bibel, dass Gottes Geist dem Wasser das Leben brachte. Und wenn uns das Leben verlässt, müssen wir sterben. Aber wir kennen die Verheißung eines ewigen Lebens. Und wir brauchen das Licht. Licht, ein absolutes Lebenselixier. Großartig, dass es Lichtträger gibt am Firmament. Die Sonne, ja, die Sterne, Milliarden davon. Aber es gibt auch das Polarlicht. Es gibt fluoreszierende Tiere, die ebenfalls Licht produzieren, die Blitze. Licht, absolut unverzichtbar. Pflanzen brauchen das Licht. Pflanzen brauchen Licht, Kohlendioxid und Wasser, um Nährstoffe und den für uns Kreaturen überlebenswichtigen Sauerstoff zu produzieren. Licht, wirklich ein Lebenselixier. Antoine de Saint-Exupéry wäre mit diesen 7 Antworten auf seine Frage, was wir zum Leben brauchen, bestimmt noch nicht zufrieden. Er würde hinzufügen: Liebe, Geborgenheit, Heimat, Treue, Lebenssinn, das brauchen wir doch auch. Und damit hat er recht. Aber ohne diese 7 Grundbedingungen wäre überhaupt kein Leben möglich. In diesem Film werden wir 2-mal nach oben blicken. Einmal in die Atmosphäre und das 2. Mal in unser planetarisches System und darüber hinaus in das Universum. Die Atmosphäre wird in verschiedene Schichten eingeteilt und die höchste geht bis 500 Kilometer über die Erdoberfläche. Aber das hört sich viel an, ist aber im Grunde genommen, wenn man die Weltraumperspektive einnimmt, nur ein ganz dünner Teppich.
So sagt es schon der Dichter des 104. Psalms: Du breitest den Himmel aus wie einen Teppich. Und nun will ich anhand einiger Skizzen und Bilder zeigen, wie unverzichtbar wertvoll die Atmosphäre für uns ist. Aber nicht nur für uns Menschen, für die ganze belebte Kreatur. Und ich beginne, indem ich die Schutzfunktion der Atmosphäre uns einmal zeige. Haben wir gewusst, dass etwa 50.000 Tonnen interplanetares Gestein, große und kleine Brocken, jährlich auf die Erdoberfläche niederprasseln? Und wir wüssten gar nicht, wie wir uns schützen können, wenn die Atmosphäre nicht unser großer Schutzschild wäre. Und vom Schutz vor der UV-Strahlung will ich jetzt gar nicht reden. Die Atmosphäre hält Luft zum Atmen für uns bereit. Das Phänomen Luft ist ja etwas ganz Besonderes. Diese vielen Qualitäten, die die Luft hat, sind ja ganz erstaunlich. Sie leitet Wärme, sie leitet den Schall und vor allen Dingen, sie streut das Licht. Genauer gesagt, die elektromagnetischen Wellen, die von der Sonne kommen, und macht unser Leben farbig und bunt. Und was die wenigsten wissen, Luft wiegt. Luft wiegt viel. Auf einen Quadratmeter lasten 10 Tonnen Luft. Wir sind also alle Weltmeister im Gewicht tragen. Wie produziert die Atmosphäre die Farben? Ein ganz geheimnisvoller Vorgang. Elektromagnetische Wellen treffen auf die Gas- und Eiskristalle, die in der Atmosphäre sind, genauer gesagt auf die Moleküle. Und dort werden diese Wellen in verschiedene Farben auseinandergelegt, je nach der Wellenlänge. Und wenn wir in den Himmel gucken und uns an einem strahlenden Blau erfreuen, dann denkt man unwillkürlich, der Himmel ist blau. Aber es ist die Atmosphäre, die uns den Himmel blau darstellt. Und so entsteht natürlich auch das fantastische Morgenrot, das Abendrot. Wir sehen einige Bilder und wir freuen uns, dass der Schöpfer uns diese bunte Welt schenkt. Und die Atmosphäre produziert uns unser Wetter. Wo entsteht eigentlich das Wetter? Ziemlich weit unten in Erdoberflächennähe, zwischen 2 und 10 Kilometer von der Erdoberfläche entfernt, entsteht unser Wetter, wesentlich bestimmt durch die Sonne und durch die inneratmosphärischen Strömungen. An der Südküste der Südinsel von Neuseeland haben wir einmal einen Sturm erlebt, den wir so schnell nicht vergessen werden. Ich habe, als er abflaute, noch schnell ein Bild gemacht und wir sehen dies als ein Beispiel für die ungeheuren Kräfte, die das Wetter freisetzen kann. Nun richtet sich unser Blick auf die Berge, auf die Täler, auf die Meere und Flüsse und auf die Pflanzen und Bäume. Da gibt es natürlich viel zu staunen. Ja, wir stellen die Frage, wer hat und wann hat die Erde unsere heutige Gestalt bekommen? Und die Frage stellen heißt, sie nicht beantworten zu können, denn niemand war dabei. Aber so viel kann man doch wissen.
Es müssen gewaltige Kräfte und Prozesse gewesen sein, die zu der heutigen Erdgestalt geführt haben, einschließlich der Kontinente. Diese Prozesse müssen aber kontrolliert abgelaufen sein, denn unsere Erde ist ein bewohnbarer Planet. Das heißt, es ist gesteuert worden. Und wir können dankbar sein, dass sie ein bewohnbarer Lebensraum geworden ist. Gehen wir zunächst mit ein paar Bildern in die Bergwelt. Die Schöpfung ist immer auch eine zwiespältige Angelegenheit. Sie ist grandios und schön, aber sie hat auch grausame Seiten. Wir können letztlich den Glauben nicht in der Natur finden. Aber wenn wir ihn denn gefunden haben, dann wird die Natur zur Predigt. Und dann lesen wir die Psalmen anders. Und dann hören wir Paul Gerhardt. Der Wolken, Luft und Winden gibt Wege, Lauf und Bahn. Der wird auch Wege finden, da dein Fuß gehen kann. Ja, wer einmal auf der Zugspitze war, der bekommt natürlich einen unauslöschlichen Eindruck von der Gewalt und Majestät der Bergwelt. Aber auch die sanften Berge, da in Fuerteventura, mitten aus der Wüste heraus wachsen sie hoch, sind beeindruckend. Einen ganz anderen Eindruck bekommt man, wenn man vulkanisches Gestein auf sich wirken lässt. Hier zum Beispiel aus Lesbos, eine Gesteinsformation, die man dort einen Dom nennt. Ich bleibe beim Stichwort Dom und wir gehen in die Schweiz. Der höchste Innerschweizer Berg ist der Dom. Und die ganze Region gibt uns wieder einen majestätischen Eindruck von der Bergwelt der Alpen. Noch einen Sprung. Wir sind jetzt in Israel und lassen die sogenannten Säulen Salomos auf uns wirken. Und wir erinnern uns an den Wüstenzug Israels, an diese Gluthitze, durch die Gott dieses Volk 38 Jahre lang hindurchgeführt hat. Mit den Bergen entstanden natürlich auch die Täler. Dort kann sich das Wasser sammeln. Ein Psalmvers bringt das gut auf den Punkt. Du lässt Wasser in den Tälern quellen, dass alle Tiere des Feldes trinken. Psalm 104 steht das. Und das Bild dazu ist aufgenommen in Südfrankreich. Dort in diesem sehr eindrucksvollen Grand Canyon der Verdon. Mit der Entstehung und Erschaffung der Berge und Täler wird die Wucht des Meeres begrenzt und gebändigt. Wer die Kraft von Wasserwellen einmal kennenlernen will, der muss nach Portugal oder zu den Kanarischen Inseln reisen. Am Atlantikstrand Portugals gibt es Wellen mit über 20 Meter Höhe. Man steht fassungslos vor der Wucht des Wassers und kann etwas ahnen von den zerstörerischen Kräften. Wie gut für uns Menschen zu wissen, dass diese Kraft gebändigt ist. Das wusste schon das Hiob-Buch und das sehen wir natürlich auch hier an diesem Strand mit seinen letzten Wasserresten.
Der Lebensraum von Mensch und Tier auf unserer Erde ist wirklich ein Raum zum Leben. Im Erdboden steckt Leben. Und sobald Wasser in die Erde dringt, keimt es, Samen keimen, Halme wachsen, Pflanzen entstehen, Sträucher und Bäume in Hülle und Fülle. Wir werden uns gleich noch der Vielgestalt der Baumwelt zuwenden. Treten wir aber erst ein in das Reich der Pflanzen. ...390.000 Arten sind bisher bekannt und erforscht. Und jährlich kommen Hunderte dazu. Und der Mensch macht sich etwa 30.000 Arten zunutze, durch Medikamente, durch Nahrung, natürlich im Holzbau und durch Feuern. Eine Wunderwelt. Aber 1/5 der Pflanzen sind gefährdet. Und das Beste und das Wichtigste, die Pflanzen liefern Photosynthese. Das bedeutet, sie nehmen Kohlendioxid auf und geben uns Menschen und natürlich der ganzen belebten Kreatur den wichtigen Sauerstoff ab. Wahrlich eine Welt für sich. Haben wir uns eigentlich schon einmal einen Grashalm näher angesehen? Ein wahres, geniales Meisterstück. Ein kleiner Halm, der im Grunde genommen die Miniaturausgabe einer chemischen Fabrik darstellt, der unablässig Nährstoffe und Wasser aus dem Boden entgegen der Schwerkraft nach oben pumpt, bis in die äußersten Spitzen der Pflanze oder des Baumes. Ein Halm, der sich bei Wind und Wetter und Sturm bis zu 90 Grad biegen kann, sogar eine Zeit lang auf dem Boden liegen kann und sich dann wieder aufrichtet. Ein Halm, der die Gabe des Wachsens hat, der Wachstumsknoten einbaut, damit die Stabilität besser wird. Man lernt das Staunen. Und nun die Schönheit der Blumenwelt. Ein Bauer im Schweizer Tessin sagte mir einmal: Herr Pfarrer, schauen Sie sich, so oft es geht, die schönen Pflanzen an. Und ich fragte, warum? Und er sagte, damit Ihre Seele schön wird, werde ich nie vergessen. Was wir in uns aufnehmen, das prägt uns. Und so wollen wir einige der Blumenschönheiten Revue passieren und auf uns wirken lassen. Fangen wir an mit einer wunderbaren bulgarischen Blumenwiese. Ein Gemisch verschiedener Farben. Eine Komposition, wie sie selbst an Renoir und andere Impressionisten nicht schöner gestalten könnten. Hier eine Lieblingsblume meiner Frau, die gewöhnliche Kuhschelle. Hier die Krainerlilie, die wir in Istrien gefunden haben. Und hier eine fleischfressende Pflanze, die wir zumindest dem Namen nach alle kennen, Sonnentau. Auf diesem Bild einmal ganz ohne Insekten zu sehen. Und dann kommt das Tausendgültenkraut, was man ja kaum noch wild irgendwo antreffen kann, mit einer interessanten historischen Geschichte, dass einmal ein König schwer krank gewesen ist und 1000 Gulden ausgesetzt hat für denjenigen, der ihm helfen kann. Und eine Bauersfrau brachte das 1000 Gültenkraut und er wurde gesund. Mindestens genauso schön ist das
leider genauso selten gewordene Adoniströschen, das wir in der Toskana noch gefunden haben. Einen ganz besonderen Höhepunkt in der Pflanzen- und Blumenwelt bilden die wildwachsenden Orchideen. Und wir werden uns einige der schönsten jetzt ansehen. Und ich beginne mit einem kurzen Video aus der Allgäuer Orchideenwelt. Wir sehen uns Traunsteiners Knabenkraut an. Und hier bei dieser Sumpfständelwurz können wir den typischen Aufbau einer Orchideenblüte wunderbar studieren. 6 Blütenblätter, 3 äußere, 3 innere und ein Blütenblatt der 3 inneren ist ausgebildet als Lippe. Man könnte sagen, etwas salopp als Landeplatz für die Insekten. Nun gehen wir in die schöne Welt der Ragwurze kurz hinein. Bertolonis Ragwurz hier zeigt diese sogenannten Pollinien, die zusammengeklebten Staubgefäße, die dann von Insekten mit einem sehr exzellenten Klebemechanismus zu einer anderen Blüte hingetragen werden. Hier die Wespenragwurz, ein Muster einer schönen Orchidee. Ja, wenn man dann weiter hinausblickt in die Welt, da fallen mir natürlich die südländischen Orchideen ein. Wir waren 2-mal in den Abruzzen, um diese eine Orchidee zu finden. Spitzels Knabenkraut. Und an dieser Stelle ein ganz herzliches Dankeschön an meine Frau, die mich beraten hat und diese Reisen immer sehr einfühlsam begleitet hat. Nun wendet sich der Horizont noch einmal weiter und wir sind in Australien. Dort gibt es allein in Westaustralien über 800 verschiedene Orchideenarten, von denen ich hier nur eine ganz minimale Auswahl zeigen kann. Nun werfen wir noch einen Blick auf die Bäume und auf die Wälder. Wussten wir, dass es 3 Billionen Bäume gibt auf dieser Welt. Jeder Baum ein Einzelstück, ein Musterstück des Lebens. Wir sehen uns mal etwas näher an, eine etwa 80-jährige Rotbuche. Die umgreift einen Raum von 2500 Kubikmetern, hat etwa 800.000 Blätter mit einer Gesamtfläche von 1600 Quadratmetern, bindet in einer Stunde 2,7 Kilo Kohlenstoffdioxid, liefert dafür 1,5 Kilo Sauerstoff, genau den Bedarf für 10 Menschen. Ein Wunderwerk. Wir sehen uns die bis zu 20 Meter hohen Farnbäume aus Neuseeland an, die Eukalyptusbäume in Australien, die interessanterweise nicht nur die Waldbrände überstehen, sondern sie sogar teilweise brauchen. Und wir sehen uns noch zum Schluss den größten und mächtigsten Baum der Welt an, den wir damals bei unserer USA-Reise vor vielen Jahren natürlich gesehen haben. Das ist sozusagen ein Muss für alle Naturfreunde, den General Sherman Tree, den man auf etwa 2000 Jahre schätzt
und er ein Holzvolumen von 1500 Kubikmetern hat. Wahrlich ein Riese in jeglicher Beziehung. Ein Wunderwerk zum Staunen. Wer bis jetzt das Staunen über die Genialität der Schöpfung noch nicht gelernt hat, der hat jetzt genügend Gelegenheit dazu. Und man weiß gar nicht, worüber man mehr staunen soll. Über die Präzision, mit der die Planeten ihre Bahnen ziehen. Über den riesigen Kraftakt, den die Sonne mit ihrer Produktion von Licht und Wärme in jeder Sekunde ausübt. Oder über die unermesslichen Weiten des Weltalls. Man kommt aus dem Staunen nicht wieder heraus. Bleiben wir zunächst bei der Sonne. Sie produziert in jeder Sekunde 600 Millionen Tonnen Heliumgas. An ihrer Oberfläche herrschen plus minus 6000 Grad Celsius. Und 1,3 Millionen Erdkugeln hätten in ihr Platz. Und mit dieser riesigen Masse hält sie die Planeten auf ihrer Bahn. Und damit man noch mehr staunen kann, dieses riesige Gebilde Sonne bewegt sich selbst mit ungefähr 250 Kilometer in der Sekunde um unsere Milchstraße. Die 8 Planeten unseres Sonnensystems sind unterschiedlich groß und bewegen sich mit unterschiedlicher Geschwindigkeit auf ihrer Bahn um die Sonne, aber alle in äußerster Präzision. Schon eine Abweichung von 3% würde zum Beispiel das Leben auf unserer Erde unmöglich machen. Die Erde bewegt sich mit 107.000 Stundenkilometern auf ihrer Bahn. Und wir merken nichts davon, dass wir durch das Sonnensystem fliegen. Warum? Weil die Anziehungskraft der Sonne und die Fliehkraft der Erde, auch der anderen Planeten, so exakt austariert sind, dass wir den Eindruck einer ruhigen, stillstehenden Erde haben. Was für ein geheimnisvoller Ingenieur hat sich diese Austarierung ausgedacht? Jeder Planet hat seine unterschiedlichen Funktionen und Aufgaben in unserem Sonnensystem. In der Tübinger Sternwarte konnte ich mit Hilfe von Fachleuten den Jupiter, die Venus und den Saturn beobachten. Der Jupiter gilt zu Recht aufgrund seiner großen Masse als der Staubsauger in unserem Sonnensystem, weil er viel an sich zieht. Der Saturn, der zweitgrößte Planet, fasziniert immer wieder wegen seiner freischwebenden und nur einige hundert Meter dicken Gesteinsringe. Und er glänzt, wenn man ihn nachts beobachten kann, wie ein Edelstein am Firmament. Der Saturn hat mich immer wieder so sehr beeindruckt, dass ich auch in Norddeutschland in einer anderen Sternwarte ihn mir näher ansehen wollte, in der Lüneburger Heide in Handelow. Und dort konnte ich sogar natürlich als ein Laie Bilder und Videos drehen. Hier das Teleskop, mit dem ich beobachten konnte. Und hier dann eine kurze Aufnahme des Saturn. Er ist ja nicht nur schön,
sondern auch riesig. Wenn man ihn am Nachthimmel irgendwo entdeckt, hat man ja gar keinen Eindruck. Hier ein Größenvergleich zwischen Erde und Saturn, der uns die Dimensionen wieder zurechtrückt. Wer mag sich überhaupt eine Vorstellung machen von der unendlichen Weite des Universums? Hier muss man schweigen und staunen. Wir wenden uns dem Wasser und den Luftbewohnern, den Fischen und den Vögeln zu. Viele meinen ja, dass die Fische die mit Abstand größte Gruppe der Meeresbewohner darstellen. Aber so ist es nicht. Der Anteil der Fische an allen Meeresbewohnern beträgt gerade mal 12%. Der Hauptteil wird gebildet durch viele Meeresmikroben, Quallen, Krebse, Schwämme, Muscheln, Korallen, Schnecken, sodass der Eindruck einer unübersehbaren Menge von Meerestieren entsteht. Etwa 2,2 Millionen Arten hat man bisher festgestellt und erforscht. Ich wähle 4 Meeresbewohner aus. Zunächst erstens die Powerschnecke. Diese großen Schalen sind ja sehr begehrt und das mit Recht, besonders wenn man sich mit dem Vermehrungsvorgang dieser Schnecken mal näher beschäftigt. Die kleben ja unterirdisch an Felsen und haben in ihren Schalen eine Reihe von kleinen Löchern, und die weiblichen Tiere und die männlichen Tiere pressen durch diese winzigen Löcher sowohl die Eier als auch die Samen hinaus ins freie Meer, und man staunt, dass sich beides dort findet. Ganz geheimnisvolle Kräfte müssen da wirken. Wir haben dort einen Film gesehen, und selbst die dort beschäftigten Wissenschaftler können das Geheimnis noch nicht vollständig erklären. Der zweite Meeresbewohner, den ich zeigen will, ist der seltene Hektor-Delfin. Es gibt nur noch ungefähr 5000 Exemplare von diesem besonderen Delfin, der sehr schnell schwimmen kann, etwa 55 Stundenkilometer, und gleichzeitig ein ganz verspieltes und zutrauliches Geschöpf ist. Natürlich ist es immer ein Glücksfall, wenn man ihn entdeckt, und noch dazu gerade springend, so wie es mir dort gelungen ist. Der dritte Meeresbewohner ist der interessante Seelöwe, den man ebenfalls auf der Südinsel in Neuseeland entdecken kann. Im Wasser ist er schnell und elegant und kann bis 200 Meter tief tauchen. An Land ist er natürlich behäbig. Und was uns natürlich besonders interessiert hat, die Multifunktionalität der Flossen. Er wendet seine Hinterflosse, die er ja zum Schwimmen braucht und zum Tauchen, plötzlich um und kann auf der Flosse laufen. Und nun viertens der Buckelwal. Den gibt es in allen Weltmeeren. Ein riesiges Tier, kann bis 19 Meter lang werden. Der Name kommt nicht daher, dass er einen Buckel hätte, sondern dass er einen Buckel macht beim Tauchen. Seine Gesänge oder seine Laute können weit über 100 Kilometer weit gehört und aufgenommen werden. Wir sehen hier das Bild eines Muttertieres mit ihrem Kalb. Der Eindruck
einer ganz fürsorglichen Mutterliebe. Nun wenden wir unseren Blick in die staunenswerte, vielgestaltige Vogelwelt. Über 10.000 Vogelarten weltweit sind bisher bekannt. Vögel sind in vielerlei Beziehung ganz staunenswerte Geschöpfe. Und ich wähle nun nach etwa 10-jähriger Vogelbeobachtung Beispiele aus, die verschiedene Aspekte der Vogelwelt uns zeigen. Und ich beginne mit dem Balzverhalten. Wir haben natürlich manche Vogelarten dabei schon beobachten können. Ausgewählt habe ich den Birkhahn aus dem Fextal im Engadin, den Auerhahn aus Estland und die Kragentrappe aus Fuerteventura. Dieses Verhalten ist natürlich ganz verschieden und dennoch ganz ähnlich, denn es hat einzig und allein den Zweck, dass das Männchen auf die Weibchenschar Eindruck vermitteln will. Zweitens die Tarnung. Das ist uns ja bestimmt schon aufgefallen, dass Vögel zum großen Teil eine ausgezeichnete Tarnung haben. Als Beispiel wähle ich die Rohrdommel. Jeder Vogelfreund ist froh, wenn er die in seinem Leben einmal findet. Perfekt getarnt durch das Aussehen, aber auch perfekt getarnt durch ihr Verhalten. Die lässt sich so gut wie nie außerhalb des Schilfs entdecken. Und in Sizilien ist es mir dennoch gelungen, eine Rohrdommel aufzunehmen. Drittens beobachten wir die Paartreue der Vögel. Die trifft nicht auf jede Vogelart zu, aber besonders beeindruckt haben uns die Australtölpel. Die Lebensdauer dieser Geschöpfe beträgt etwa 20 Jahre und sie bleiben sich lebenslang treu, nachdem sie sich gefunden haben. Und es ist ein besonderes Schauspiel, weil sie sich jeweils 4 Monate im Jahr trennen, wie sie sich wiederfinden und wie unter vielen Tausenden von Artgenossen dieselben Paare sich entdecken. Dieser Film lenkt ja die Aufmerksamkeit besonders auf die Genialität und auf die Schönheit der Schöpfung. Und jetzt sind wir bei der Schönheit der Vogelwelt angekommen. Wie viele Arten könnte ich da auswählen? Ich muss mich beschränken auf das Blaukehlchen. Das Blaukehlchen in Norddeutschland, wo es erfreulicherweise immer mehr zunimmt. Auf den Smaragdspind in Israel, auf den Pirol und auf die Rosenstare. Alle konnten wir entdecken. Den Pirol habe ich lange Jahre gesucht und schließlich in Bulgarien an der Schwarzmeerküste gefunden. Und dort ebenso die Rosenstare. Nun kommen wir zum Gesang. Da muss ich keine langen Erklärungen geben, dass wir hier natürlich mit unserer Nachtigall das schönste Beispiel haben. Man hat nachgezählt und nachgeforscht. Es sind oft 200, 300 verschiedene Melodien, die ein Nachtigallmenschen singen kann. Und wer am schönsten singt, der wird belohnt. Der größte und der schwerste europäische Vogel, das ist die Großtrappe. An einigen Stellen in Deutschland noch zu bewundern. Wahrlich eine Meisterleistung, wie dieser schwere Vogel mit Anlauf sich dann in die Lüfte emporhebt und wie elegant er dann dahin schwebt. Und nun kommt der Weltmeister im Non-Stop-Flug. Und der heißt Pfuhlschnepfe.
Und sie fliegt jedes Jahr von Alaska bis nach Neuseeland und kommt dort punktgenau an, ohne Unterbrechung. Wir haben die Landungsgebiete mit eigenen Augen gesehen. Und Wissenschaftler haben ihr einen Sender angehängt und konnten genau den Flug nachvollziehen. Und sie fliegt 7 Tage und 7 Nächte ununterbrochen, 12.000 Kilometer weit. Ein Meisterstück der Schöpfung. Und nun kommt der lustigste Vogel der Welt. Den kann man in Australien beobachten. Der heißt dort Kookaburra und wird bei uns der lachende Hans genannt. Und es erheitert die Seele, wenn man dieses Gelächter dieser Vögel hören und beobachten kann. Und wir hören einmal kurz hinein. Nun besuchen wir noch die Landtiere. Die 5 wichtigsten Klassen der Landtiere sind die Insekten, die Spinnen, die Amphibien, die Reptilien und die Säugetiere. Man schätzt heute die Zahl der Insekten auf etwa 1 Million. Von den Spinnentieren vielleicht plus minus 100.000. Etwa 7.000 Amphibien sind bekannt, etwa 10.000 Reptilien und bei den Säugetieren zählt man etwa 6.500. Eine insgesamt unüberschaubare Zahl und es gibt keinen Biologen und Zoologen, der alles überblickt. Wieder greife ich einige wenige Beispiele heraus, um die Genialität des Bauplans und auch die Schönheit aufzeigen zu können. Fangen wir bei den Insekten an. Das lateinische Wort Insectus heißt eingeschnitten, weil der Körper in verschiedene Segmente eingeteilt ist. Als Beispiel nehme ich den Kaisermantelschmetterling. Ziemlich selten geworden, ein sehr schönes Geschöpf. Der kann mit seinen Fühlern bis 1 Kilometer weit riechen. Unvorstellbar. Kommen wir zweitens zu den Spinnen. Als Beispiel habe ich die rote Röhrenspinne ausgewählt, die wir in Mittelitalien entdeckt haben. Ein schönes Tier, aber gefährlich. Sie gräbt Röhren in den Erdboden, legt über den Eingang Laub, Blätter und wartet, dass irgendwelche Tiere dann einbrechen und sie wartet unten auf ihre Beute. Dann kommen wir drittens zu den Amphibien. Amphi und Bios, das sind die beiden griechischen Wörter, die dem Begriff zugrunde liegen. Das heißt also wörtlich doppellebend. Diese Lebewesen können an Land und im Wasser leben. Wir kommen viertens zu den Reptilien. Reptilis, lateinisch, heißt eigentlich kriechend, wobei viele Reptilien sich auf Beinen fortbewegen. Und ich wähle als Beispiel den australischen Dornteufel. Ein ziemlich kleines, zierliches Reptil. Das hat uns sehr beeindruckt. In der Wüste Kalbarri. Nun, es gibt viele große und kleine Reptilien. Und ich wähle als Beispiel für ein größeres Reptil noch den grünen Leguan aus, der uns in einem Naturpark in Singapur plötzlich gegenüberstand. Nun kommen wir fünftens zu den Säugetieren. Ich wähle zunächst den Ameisenigel aus Australien aus. Ein ganz kurioses Säugetier,
das Eier legt. Eine ziemliche Einmaligkeit. Er frisst ausschließlich Ameisen, die er mit seiner langen, klebrigen Zunge aus allen möglichen Löchern herausholt. Genauso kurios ist das Paarungsverhalten. Mitunter laufen dann 10 Menschen einem Weibchen hinterher, in der Hoffnung, beachtet zu werden und zur Paarung zugelassen zu werden. Und zum Schluss wenden wir uns noch den australischen Kängurus zu, die wir ausgiebig beobachten konnten und die ja nun auch im Titel dieses Films stehen. Wir konnten einmal einen Kängurukampf beobachten, der sehr eindrücklich war, aus der Ferne, deswegen die nicht so gute Bildqualität. Diese Kämpfe entstehen dann immer, wenn sich Jungtiere mit dem Herdenanführer kräftemäßig messen wollen. Und dann geht es wirklich zur Sache. Es gibt keine ernsthaften Verletzungen. Die Köpfe und die Hälse werden dann zurückgerissen, sodass man sich wirklich nicht zu nahe kommt, aber dennoch die Kräfte messen kann. Und nur noch einige Szenen aus einem südwestaustralischen Visitor Center. Wir staunten nicht schlecht, als wir dorthin kamen. Auf dem Boden große Beutel mit kleinen Kängurus drin. Und hier gibt es eine Ersatzmutter. Ja, und die ist so freundlich, diese kleinen Känguru-Babys aufzunehmen. Die Tierschützer aus den Beuteln verunglückter Muttertiere herausgenommen hatten. Und dann gibt es Tierfreunde, die sich dann Wochen und Monate lang um diese Jungtiere kümmern, so wie diese ältere Dame, die uns erzählte, dass sie alle 4 Stunden in der Nacht aufsteht und 5, 6 Kleintiere dann hegt und pflegt. Ein Beispiel für menschliche Tierliebe. Ja, schau dir das an, da haben wir ja schon eine Ersatzmama. Ja, Sinn und Zweck des Films war ja, die Augen zu öffnen für die Genialität und Schönheit der Schöpfung. Ich hoffe, das ist dem Film gelungen. Und wer nach dem Drehbuch fragt, das war schon längst geschrieben, bevor ich überhaupt auf die Idee dieses Films kam. Das Drehbuch steht nämlich auf den ersten Seiten der Bibel. Thank you.